ich will in einem Europa leben, in dem die Menschen wirklich frei sind, das zu tun, was ihnen im Leben wichtig ist. Diese Freiheit hat eben auch eine ökonomische Konsequenz. Es hilft gar nichts, Freiheit zu predigen, solange die Menschen ökonomisch in Zwangsverhältnissen stehen, in denen sie das, was ihnen wirklich wichtig ist, nicht tun können, Dinge tun müssen, die sie eigentlich gar nicht tun möchten und so weiter. Man muss diese Dinge begreifen, durchschauen, merken, was wir falsch gemacht haben, was sich so ausgewirkt hat, dass inzwischen nicht mehr wir sozusagen über das Geld bestimmen, sondern das Geld bestimmt unser Leben. Wir alle sind Knechte dessen, was wir in die Welt gestellt haben. Und das müssen wir zurückholen. Das ist erst ein Bewusstseinsakt. Und dann ist es ein Rechts- und ein Willensakt. Und das gilt genauso für die Arbeit, ja, wo wir uns unglaublichen Zwängen unterworfen haben. Das gilt für das Einkommen, wo das längst nicht mehr stimmt, wovon Nico Pech heute noch sprach, weil das sozusagen explosionsartig auseinandergeht, nichts mehr mit wirklicher Leistung zu tun hat, sondern wo wir auch an einen Punkt kommen, wo wir sehen, das muss man neu verhandeln. Es kann nicht sein, dass, nur weil ich es gerade gelesen habe, ein amerikanischer Hedgefonds-Geschäftsführer ein Jahreseinkommen von 3,7 Milliarden hat. Ja, ich dachte erst, die haben die Nullen verwechselt. Ja. Das heißt, am Tag ein Einkommen, das dem entspricht, was ein Durchschnittsarbeitnehmer in 10.000 Jahren verdienen würde, das verdient er am Tag. Da ist was krank geworden. Dass wir zu wenig bedenken, dass Ökonomie im Rahmen von Rechtsordnungen stattfindet, von Regeln, die wir dann offenbar immer als naturgegeben betrachten, die aber menschengemacht sind und jederzeit veränderbar. Das fand ich das Erstaunlichste in diesem ersten Podium, dass diese Regeln, die überkommen sind, jedenfalls von bestimmten Podiumsteilnehmern wie gottgegeben betrachtet wurden und man gar nicht den Mut hatte zu denken, wie wäre es denn, wenn wir die einfach mal ändern. Und die Regeln sind eben so, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. In Europa, nicht nur anderswo auf der Welt, sondern in Europa, das kann man statistisch beweisen, muss ich jetzt nicht, kann jeder nachlesen. Was wir brauchen in Europa ist ein Konsens darüber, dass die Einkommensfrage keine Wirtschaftsfrage ist, sondern eine Rechtsfrage. Das ist jedenfalls meine These. Ich möchte, dass wir anfangen, anders über Arbeit und Einkommen zu denken und zu reden und dass keiner mehr so tut, als sei das Einkommen, das ein Mensch bezieht, sozusagen unmittelbares Äquivalent für die in der Arbeit erbrachte Leistung. Das stimmt doch schon längst nicht mehr. Wie ist das denn? Wie ist das, warum zum Beispiel, meine Frau ist Kindergärtnerin, ja, meine Frau kann von ihrem Einkommen gar nicht leben. Wie ist das heute bei Hebammen zum Beispiel? Können auch nicht leben von dem Einkommen. Dann habe ich im Bekanntenkreis andere Menschen, die sagen, mein Geld arbeitet für mich. Ja? Die haben jeden Monat viel mehr aus dem Konto, als sie ausgeben können, aber ohne jede Leistung. Das ist doch alles längst schon nicht mehr wahr. Ich meine, das bedingungslose Grundeinkommen ist in der Logik der Konsumgesellschaft gedacht, Punkt. Weil wenn es nicht so wäre, würde ich ja nicht das Geld brauchen. Geld ist das Tauschmittel, das mich befähigt, einer industriellen Fremdversorgung anhängig zu sein. Und das müssen wir überwinden. Also aus diesem Grund ist das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen total schwierig. Ich könnte genauso gut argumentieren, dass heute schon viele Menschen, die durchschnittlich 40 Stunden arbeiten, in ihrer Freizeit verflucht viel auf die Reihe kriegen, um politisch aktiv zu sein oder um Projekte in Gang zu setzen, die eben auch im Dienste der Rettung der Welt stehen, um das mal so, so ein bisschen prosaisch in Anführungszeichen zu nennen. Aber noch besser wäre es, wenn wir schlicht und ergreifend diesen absurden Anspruch endlich aufgeben, zu sagen, wir müssen also 40 Stunden arbeiten oder wir haben ein Recht darauf, dass das typische Mittelschichteinkommen einer 40-Stunden-Woche zu haben. Ich rede hier nicht von Menschen, die in Branchen arbeiten, in denen so geringe Löhne sind, dass man tatsächlich das gar nicht hinkriegen kann, jetzt mit weniger als 40 Stunden zu arbeiten. Also ich denke mal, gerade Siebenlinden ist doch ein Beispiel dafür, dass es offenbar auch ohne geht, oder? Das war natürlich jetzt irgendwie kein gutes Beispiel für das, was Sie suggerieren wollten mit Ihrer Frage. Naja, man könnte also sagen, dass da auch Sozialgelder reinfließen. Wahrscheinlich sind eine Menge Leute dort nicht irgendwie vollständig in der Lage, ihr Leben ganz alleine zu finanzieren. Da wird aufgrund vielleicht von Sozialleistungen und dem Freiraum, der daraus entsteht, neue Wirtschaft, neues Gemeinschaftsleben, ökologische Lebensstile erprobt. Aber es fehlt dort genau das, was ich gerade in meinem Eingangsstatement schon unter dem Banner von Reziprozität angesprochen habe. Irgendein Geld zu verdienen, um irgendwelche Dinge zu beziehen, die nichts damit zu tun haben.
damit, wo sozusagen die Leistung herkommt, die mich berechtigt, auf diese Dinge Zugriff zu nehmen, ist im Prinzip eine Pathologie. Wir müssen wieder kürzere Distanzen schaffen zwischen dem, was wir leisten und dem, was wir nehmen. Indem wir das entgrenzen, fängt all der Schlamassel an, gegen den wir sind, wenn wir von nachhaltiger Entwicklung reden. Das heißt also, die Idee, sich über Geld zu versorgen, heißt, abhängig zu sein von Arbeitsteilung, von entgrenzter Spezialisierung, von Logistik, von Raumentgrenzung, von Mineralien, Energie und so weiter. Schon aus diesem Grund ist das eben total schwierig. Ich würde nie dafür plädieren, in einer Welt ganz ohne Geld zu leben. Aber ich finde, wenn ich den Anspruch erhebe, Geld zu haben und für das Geld beliebige Konsumgüter zu kaufen, dann muss ich verdammt nochmal den Arsch hochkriegen und selber auch in dieser Maschinerie irgendwie eine Leistung erbringen. Sonst lebe ich in einem Schlaraffenland. Das ist schon naturwissenschaftlich nicht darstellbar. Ökonomisch erst recht nicht. Das meine ich mit Reziprozität. Ich kann mich nicht einfach hinstellen und sagen, ich will ein Tausi haben im Monat, kaufe dafür ein Smartphone, das wird in China produziert und dafür spiele ich Saxophon oder ich singe Lieder in Siebenlinden. Das ist der komplette Verlust einer Beziehung zwischen dem, was ich nehme und dem, was ich in der Lage bin zu geben. Ich habe gerade gesagt, es gibt eine Einschränkung. Die alleinerziehende Frau mit 2, 3 Kindern oder irgendwas, die kann nicht in die Kategorie dieser Argumentation fallen. Deswegen rede ich ja von einem bedingungsvollen Einkommen. Wer wirklich bedürftig ist oder jemand, der krank ist oder auch psychisch irgendwie im Moment überlastet ist oder alt ist und rentenunterversorgt ist, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Deswegen sage ich ja, da ist mir ein Grundeinkommen nicht nur recht, sondern das fordere ich da sogar. Also ich glaube wirklich, dass wir Lebensformen entwickeln müssen, die langfristig dadurch stabil sind, dass wir, wenn wir eine Industrieproduktion immer noch fordern, und das tun wir, sonst bräuchten wir ja kein bedingungsloses Grundeinkommen, dass wir dann in diesen Apparat auch rein müssen. Ich glaube nicht, dass man also sozusagen mit Saxophon spielen oder mit Bildermalen also irgendwie einen Gegenwert erzeugt, der es rechtfertigt, ein Auto zu kaufen oder ein Smartphone zu kaufen. Jedenfalls glaube ich, dass wir versuchen müssen, hier einen näheren Zusammenhang hinzubekommen zwischen eben Leistungsbezug und Leistungserbringung. Und das bedingungslose Grundeinkommen ist geradezu die Steigerung dieser Entgrenzung, indem ich praktisch keine Gegenleistung mehr verlange. Und das kann mich auch in gewisser Weise natürlich entmachten. Selbst der Fließbandarbeiter in der Industrie kann sich immerhin noch gewerkschaftlich orientieren und sogar androhen, im Kollektiv seine Arbeit zu entziehen. Das ist mal noch ein Rest an Souveränität, das ist noch ein Rest an Machtfragmenten, die man zumindest gewerkschaftlich noch geltend machen kann. Meine Frage wäre, also ich finde diesen Begriff des bedingungsvollen Grundeinkommens nicht schlecht. Meine Frage wäre allerdings, wie will ich die Bedingungen kontrollieren? Wer macht die Maßstäbe? Welche Bedingungen sind zu erfüllen? Ich habe immer wieder ein Erlebnis, wenn ich mal so mit der S-Bahn Richtung Hauptbahnhof fahre, ich steige da selten aus und ist mal gerade wieder ein HSV-Spiel oder sonst irgendwas. Das sind immer genau die Momente, wo ich am bedingungslosen Grundeinkommen zweifeln muss. Wenn ich darüber hinweg bin und die S-Bahn sich langsam geleert hat, dann merke ich, in welche Falle ich gelaufen bin und ich möchte überhaupt keine Bedingungen mehr kontrollieren müssen. Das ist nämlich das Problem, weshalb es überhaupt nicht mehr funktioniert. Wir haben das im Hartz-IV-System, da wird versucht, irgendwelche Bedingungen zu kontrollieren und das ist ein absurdes Theater. Die Reziprozität, die Sie, Dr. Pech ansprachen, lässt mich fast die Galle platzen, weil die Schere zwischen Arm und Reich geht dermaßen auf. Arme Leute arbeiten bis zum Umfallen und können bald nicht mehr. Und dann soll auch noch eine Reziprozität eingeführt werden. Eine gesamtstaatliche Umverteilung von oben nach unten ist erforderlich. Und deswegen ist ein bedingungsloses Grundeinkommen so unglaublich wichtig, weil das nämlich das Geld wieder ein Stück weit unten ansiedelt, damit nämlich Normalbürger wieder was zum Leben haben. Und auch das, was heute gesagt wurde, also garantiertes Grundeinkommen, das sei sozusagen schon deswegen, schon denklogisch überhaupt nicht nachzuvollziehen, weil es würde davon ausgehen, Menschen wollten nichts arbeiten und trotzdem ein Einkommen beziehen. Ich habe zu Herrn Pech, bevor er gefahren ist, gesagt, das, was er da als schreckliche Vision beschreibt, das ist die Realität heute. Immer weniger Menschen,
Oder immer mehr Menschen müssen gar nicht arbeiten, um ein Einkommen zu beziehen. Weil im Moment die Gesellschaft sich immer stärker auseinanderdividiert. Und es ist nicht, wie immer behauptet wird, eine Frage der individuellen Leistung, was jemand am Ende des Monats zur Verfügung hat. Sondern es ist immer in immer größerem Maße eine Frage der Herkunft, dessen, was man geerbt hat, der Besitzverhältnisse. Es ist eine Frage von leistungslosen Einkommen. Vermögensbesitzer müssen, wenn sie nicht wollen, gar nichts tun. Und auf der anderen Seite haben wir unendlich viele Menschen, die was tun wollen, aber nicht können und nicht dürfen. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten hier 57% Jugendarbeitslosigkeit, wie in Griechenland oder Spanien, was das heißt. Das ist doch nicht, dass diese Menschen dieses Leben individuell für sich wählen, sondern das ist, weil wir Rechtsordnungen, Gesetze geschaffen haben, Wirtschaftsordnungen geschaffen haben, die sich so auswirkt, dass diese Menschen gegenwärtig sozusagen von dem System ausgeschlossen werden. Und dann sagen wir, das Grundeinkommen würde sozusagen an die Grundfesten dieser Idee, dass immer eine Reziprozität zwischen Leistung und Einkommen bestehen müsse, die Axt legen. Diese Reziprozität ist längst abgeschafft. Wir leben doch in einer Gesellschaft, in der sozusagen der Egoismus in Verbindung mit dem Geld das tragende Element ist und eben auch sozusagen diese falsche Arbeitsethik, also im Schweiße deines Angesichtes musst du und so weiter und wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Dieser ganze Wahnsinn ist uns doch jahrzehntelang eingetrichtert und alle haben Angst, wenn man das ändert, bricht alles zusammen. Das fand ich heute so faszinierend, dass einer, der wie Nico Pech so weit denkt im Hinblick auf Ressourcenschonung, so eng denkt im Hinblick auf diese menschliche Ressource, ja, völlig Angst hat, wenn der Zwang wegfällt, dann wird nichts mehr passieren. Sie werden sich alle in die Hängematte legen und Saxophon spielen. Ja, aber das müssen wir diskutieren und das zeigt nur, wie sehr wir am Anfang stehen. Und zwar wollte ich nochmal auf den Punkt zurückkommen mit den Handys, also mit den Smartphones. Und wenn man jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommt, das sind ja die Leute, die Smartphones kaufen und dann Saxophon spielen. Der Sinn des bedingungslosen Grundeinkommens ist es meiner Meinung nach, dass die breite Masse entscheidet, was Sinn macht. Das Grundeinkommen soll die Freiheit freisetzen, dass wir entscheiden, was Sinn macht im Erwerbsleben und was nicht. Also diese Vielfalt der unterschiedlichen Positionen, die bleibt uns leider nicht erspart. Aber immerhin, das finde ich ganz gut von dem Geseko von Lübcke, gibt er sich als Moderator immer noch Mühe zu gucken, ob wir nicht doch irgendwo Konsense haben. Wir haben zum Beispiel über Arbeitszeit geredet. Es scheint so etwas wie, ich versuche das jetzt mal, so einen klitzekleinen Konsens dahingehend zu geben, dass zumindest die 40-Stunden-Arbeitswoche nicht rettbar ist. Nicken alle? So, und dass wir ein ökologisches Problem haben, das wir in Einklang bringen müssen mit einer Veränderung dessen, was wir vorher so unter Arbeit verstanden haben oder unter Versorgung. Da scheinen ja immerhin zwei zarte Pflänzchen eines Konsenses zu sein, die immerhin auch hier heute irgendwie so ein bisschen zum Vorschein gekommen sind.